zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. In der heutigen Folge reisen wir wieder einmal weit zurück in die Vergangenheit, wobei das Thema schon seit Jahrhunderten unvollendet ist. Das Video selbst hat auch schon einige Tage auf unserer Festplatte hinter sich, also wird es nun Zeit, euch das Ganze mal zu zeigen und etwas näher zu bringen. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, deren Geschichte und Eindrücke interessieren, dann schaut doch nach diesem Video mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zum Thema Lost Places und Urbex hier in Ostdeutschland. Aber nun wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine verlassene Speicherei. Diese Location ist wahrlich eine der bekanntesten hier, dennoch werde ich mich bestmöglich an den Kodex halten und nicht weiter auf die Örtlichkeiten eingehen. Aber erst einmal reisen wir weit zurück in die Vergangenheit, bis der hier gezeigte Ort in dem Ausmaß entstand, vergingen nämlich einige Jahrhunderte, doch fertiggestellt wurde allesamt bis heute nicht. Markgraf Otto von Meißen, auch Otto der Reiche von Meißen genannt, verlieh der Stadt Leipzig 1165 das Messe- und Stadtrecht. Ein echtes Privileg, denn Messen durfte nicht jeder einfach so abhalten, gewisse Voraussetzungen mussten einfach erfüllt sein, sodass im Hochmittelalter nach Aachen und Frankfurt am Main nun auch Leipzig dieses Privileg zuteil wurde. Mit der Messe wurde viel verbunden, Arbeit, Reichtum und Fortschritt, aber auch Veränderungen wie beispielsweise die der Handelswege und Routen. Leipzig saß zum Glück an zwei wichtigen Handelsstraßen, der Via Regia und der Via Imperii. Durch diese zwei wichtigen Handelsstraßen konnte man über viele Länder hinweg handeln, was vor allem die Messe begünstigte. Doch was fehlte, war eine vernünftige Wasseranbindung, um die Waren schneller zu erhalten und schneller versenden zu können. Doch damals war vermutlich eine solche Anbindung noch längst nicht realisierbar, weswegen man wahrscheinlich hier nicht weiter nachbohrte. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts machte sich nun als zweiter König Friedrich III. Erneut für solch ein Vorhaben stark. Die Handelswege waren einfach zu lang, zu gefährlich und vor allem zu teuer. Eine Lösung sollte nun her, nach deren Planung Leipzig mit der Saale und der Unstrut endlich eine Wasserstraße erhalten sollte. Wenige Jahre vergingen und man musste die Planung erneut einstellen, da die napoleonischen Kriege Europa ab 1805 für 10 Jahre in Schach hielten. Erst im dritten Anlauf und nach ebenso erneuter jahrelanger Planung nahm das Vorhaben nun auch visuell Gestalt an. Doch anders als gedacht war hier nicht die Stadt die treibende Kraft, sondern eine Privatperson. Kein geringerer als Dr. Ernst Karl Erdmann Heine, kurz nur Karl Heine, die meisten von euch sollten ihn schon mal gehört haben, legte sich nun ordentlich mit einer neuen Vision ins Zeug, auch wenn die Stadt kein wirkliches Interesse zeigte. Heine selbst finanzierte das horrende Bauvorhaben komplett aus eigener Tasche, welches ab 1856 startete. Ziel war es, die Weiße Elster mit der Saale zu verbinden. Die Bauarbeiten gingen stetig voran und sollten erst 1893 enden. Zum Verladen der Waren und Güter musste es natürlich auch einen Hafen bzw. einen Umschlagplatz geben. Dieser sollte im westlichen Leipzig seinen Platz finden. 2600 Meter Wasserstraße wurden hier in dieser Zeit fertiggestellt. Der größte Teil, die 19 Kilometer außerorts bis zur Saale, waren nach wie vor noch nicht realisiert, aber zumindest schon mal vertraglich mit dem 1920 geschlossenen Südflügel des Mittellandkanals unter Dach und Fach. Die tatsächlichen Bauarbeiten für diesen großen Abschnitt starteten allerdings erst am 11. Juli 1933. Es sollte das Vorzeigeobjekt für das mittlerweile frühe Dritte Reich und Adolf Hitler werden.
1934 waren die durch das Reich finanzierten Arbeiten schlichtweg eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für rund 2000 Arbeiter, die, wenn auch nur kurz, zumindest immerhin in Lohn und Brot kamen. Der Kanal mit 3,5 Metern Tiefe, einer Breite von 32 bis 37 Metern auf 19 Kilometern Länge, galt als eine der größten Baustellen im Reich. Die Arbeiten gingen in den ersten Jahren wirklich sehr gut voran. Dennoch ging ab 1936 durch Fachkräftemangel viel Zeit verloren, die man durch schwere und neu beschaffte Baumaschinen ausgleichen konnte. In den folgenden Jahren stellte man einige Stahlfachwerkbrücken sowie zwei Straßenunterführungen fertig. Da man das Gefälle bis zur Saale ausgleichen musste, begann ab 1939 der Bau einer Schleusentreppe bei Wüsteneutsch, die man sich ebenso bis heute als Ruine anschauen kann. Dazu stelle ich euch in die Infobox auch noch einen Link rein. Da ab 1939 aber der Zweite Weltkrieg losging, stagnierten die Bauarbeiten zusehends und wurden schlussendlich ab 1943 komplett eingestellt. Zwar sollte es nach dem heroischen Endsieg weitergehen, doch die Geschichte ging wohl bekanntlich etwas anders aus. Hier am Umschlagplatz entstanden ab 1941 zwei Umschlagbecken sowie ein Industriehafenbecken. Zusammen waren diese 1 Kilometer lang, 70 Meter breit und 6 Meter tief. Vorgesehen waren diese für etwa 600.000 Tonnen Umschlagsvolumen im Jahr. Zwischen 1938 und 1940 entstanden gleich drei dieser hier gezeigten riesigen Speichereigebäude aus massivem Stahlbeton in unmittelbarer Hafennähe. Eines wurde vermutlich auch schon damals als Öllager genutzt, die anderen beiden wie auch dieses hier für Getreide. Die Firma MRA Schneider nutzte ihr Gebäude für die Einlagerung von Speiseölen, Presskuchen, aber auch für Ölfrüchte. Die Firma war eine der ersten Nutzer des Hafengeländes. Ihre Reklame ist bis heute an einem der Gebäude lesbar. Während der Besatzung und der DDR-Zeit wurden die Arbeiten nie wieder aufgenommen. Der Kanal blieb also nach wie vor unvollendet. 1964 kam es zu einer Staubexplosion in einem der Speichereigebäude. Die heftige Detonation ist bis heute zu sehen, auch wenn es eher einem Rohbau ähnelt, denn man musste einiges sanieren im Nachgang. Fertig wurde man allerdings nie. In den 70er Jahren entstand ein weiteres Speichereigebäude für die Hopfenverarbeitung. Dieses wurde allerdings schon wieder abgerissen. Ich selbst habe es auf keinem einzigen Foto bisher mal sehen dürfen. Bis weit in die 90er Jahre wurden sämtliche Gebäude genutzt. Außerdem entstand ein weiteres Speichereigebäude, welches zusammen mit einem der drei alten bis heute genutzt wird. Das ehemalige Gebäude der Firma Schneider wurde wohl als erstes aufgrund der massiven Schäden aufgegeben. Im hier gezeigten Gebäude wurde bis zur Jahrtausendwende 1999-2000 Misch- bzw. Getreidefutter für Tiere produziert, abgefüllt und gelagert. Wir selbst waren etwas verblüfft, wie gut der Zustand nach nun gut 17-18 Jahren noch immer war und dass man vor allem einfach so hineingehen konnte. Die Aussicht von ganz oben war besonders schön, auch wenn die Gebäude von außen und im Inneren sehr erdrückend wirken. Das hier gezeigte Speichereigebäude und das der Firma Schneider stehen beide unter Denkmalschutz und sollen zukünftig auch weiterhin erhalten bleiben, denn mittlerweile hat sich viel rings um die Betonriesen getan. Hunderte Wohnungen entstanden bereits. Auch wir waren angetan, als wir mit dem Rad dort entlangfuhren. Man ist allerdings noch längst nicht fertig. Einen Link dazu stelle ich euch natürlich gerne wieder in die Infobox. Theoretisch könnte man über dieses Thema noch viel, viel mehr Zeit verlieren, aber ich habe ja noch ein Video dazu, was irgendwann mal in der Zukunft erscheinen wird und deswegen möchte ich mir den Rest dafür gerne aufheben. Sollte euch das wie gesagt weiter interessieren, dann schaut in die Infobox. Ich blende euch jetzt zum Schluss noch einige viele Bilder ein, die wir hier schießen konnten. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, vergesst den Daumen nach oben nicht und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne an dieser Stelle nach. Wir bedanken uns dafür recht herzlich bei euch. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.